Servus, liebe Freunde. Hallihallo. Herzlich willkommen zurück. Ja, also, als erstes eine gute Nachricht. Wir sind jetzt so gut wie schuldenfrei. Das heißt, wir können jetzt ja erst einmal hier alles zurückzahlen. Tatsächlich. Also, jetzt sind wir ganz ohne Schulden. Ihr habt es auch gesehen hier, die Zinsen gehen deutlich runter, ne? Von 407 am Dienstag auf 70 am Mittwoch. Und heute, naja, werden wahrscheinlich wieder ein paar dazukommen. Denn wir haben zwar jetzt 25.000, davon kaufen wir uns gleich auch erstmal unsere Folgetierchen, bevor wir das vergessen. Ne? Tierchen 124, Wahnsinn. Und ja, ihr habt euch auch entschieden, nämlich wir wollen den Radlader kaufen. Also diesen Liebherr L538, den wollen wir uns dann holen. Mit der Universalschaufel hat nämlich das größte Fassungsvolumen, Kapazität von 6.400 Litern und ja, kostet in Summe 168.400 Euro. Das Geld haben wir definitiv schon da, aber da ihr ja wisst, ich möchte das ja immer ganz gerne so ein bisschen im Hellen machen, werden wir die Zeit jetzt erstmal nutzen, uns auf die Ernte am Feld 16 vorbereiten und ja, hier dann schon mal so die einzelnen Geräte hinbringen, denn dort dürfte es bald angerichtet sein. Gereinigt haben wir die Sachen soweit schon mal, es ist auch schon mal richtig gut und ja, unten bei der BGA haben wir auch schon zwei Silos soweit fertig, dass die in Ruhe gären können. Das heißt, die Zeit läuft ja jetzt sozusagen schon für uns. So, und jetzt gucke ich gerade mal, ja, es ist ja schon angerichtet, also von daher alles gut. Das heißt, wir können sogar schon direkt hier mit der Ernte starten. Da werden wir das ja mal gleich durchziehen. So. Und jetzt muss ich gerade nochmal gucken, was wird dann nach Erntereif, das Feld 10 und Feld 20. Ja, da wollte ich ja eigentlich eine bisschen Versatzstufen machen. Aber Feld 10, ja, da ist ja noch was. Da wollen wir ja gucken, ob wir vielleicht die Chance nutzen können. Ich weiß jetzt gar nicht, wir gucken gleich nochmal auf die Preise, wenn hier die Ernte läuft. Denn wir hatten ja die große Nachfrage für den Raps. Und da können wir dann mal schauen. Der lief ja 24 Stunden. Ob das vielleicht sogar noch passt, dass wir eventuell noch eine Runde ernten können. Das wäre natürlich der absolute Burner, denn ja, damit hätten wir natürlich den Jackpot gezogen. Das heißt, wir schauen mal kurz auf die Preise. Haben jetzt noch zwei Wachstumsstufen vor uns und dem, ja, noch 9 Stunden, das wird eng. Das wird richtig eng. Das wird schon fast chinesisch, nämlich Zueng. Mal überlegen, ja, zwei Wachstumsstufen hat er noch. Ja, das wird, wow, mal gespannt, ob das funktioniert. So, wir müssen noch einen Meter weg, sonst fährt der Kollege hier nicht los. Und wir switchen in der Zeit mal hier rüber zu dem Knaben. So, und werden den auch schon mal in Richtung Feld bringen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich unsere Gerste hier auch jetzt einbringen. Und ja, also, ihr habt euch wie gesagt entschieden. Liebherr wird als nächstes dann kommen. Und ja, wenn dann unten BGA soweit durch ist, dass wir da das erste Geld, ja, dieses Let's Plays mit BGA verdienen können, dann denke ich mal, sind wir auch relativ schnell, wie ihr auch geschrieben habt, beim Case, ne? Dann haben wir einen größeren Mähdrescher, dann ist das deutlich, deutlich besser. So, denn ihr seht ja hier, der, ja, braucht ziemlich lang, hat eine relativ kleine Spur und ist natürlich nicht ganz so der Renner. Hier sieht man es nochmal, ne? Klar, mit 6 Metern Arbeitsbreite geht da einfach nicht allzu viel. So, hier haben wir schon mal die Federstätte, die können wir eigentlich auch schon soweit wieder vorbereiten. Vorbereiten heißt aber auch in diesem Fall nochmal auffüllen. Denn, ja, wie man sieht, sieht man nichts. Also das heißt, das Ding ist leer. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier an die Saatgutpalette fahren. Ohne zu schlittern, hoffe ich. So. Und werden jetzt mal schauen. Da fahre ich, glaube ich, gerade ein klein bisschen umständlich. Na gut, fahren wir halt einmal im Kreis. Das hätte ich, glaube ich, einfacher haben können. Aber nun gut, der Weg ist das Ziel und hier sind wir. Hätte ich einfach ein Stückchen rückwärts fahren können, dann wären wir auch da gewesen. Aber naja, wer seinen Hof nicht bei Nacht kennt, der muss halt ein bisschen weiterfahren. So, hier füllen wir schon mal auf. Denn das brauchen wir auf alle Fälle. Ohne Saatgut geht nicht viel. Also es läuft zwar schon, aber ihr wisst ja selber, dann kostet es gleich 50% mehr. Und ja, da wir unser Geld jetzt endlich als schuldenfreie Landwirte hier ein bisschen besser verwalten wollen, wollen wir natürlich gucken, dass wir hier nicht unnötig wieder Kosten produzieren. So.
19.000 haben wir noch. Naja, das Gute ist, wir brauchen jetzt nichts mehr zurückzahlen. Also das Geld, was jetzt hier auf dem Konto liegt, ist de facto schon uns. Plus die Reserve vom Kredit. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Aber wir wollen natürlich auch schauen, dass wir hier nach Möglichkeit, ja, von dem Kredit dann auch dauerhaft runterkommen. Deswegen spitze ich so ein bisschen auf den Raps. Wenn das jetzt noch funktioniert, wäre fantastisch. Aber ob das jetzt so klappt, weiß ich nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Sobald die Ernte hier fast durch ist, werden wir im Prinzip auch dann gucken, dass wir nach der Einsaat gleich die Zeit vorlaufen lassen. So, hier mal aussteigen. Der ist nämlich gerade voll. Das heißt, wir müssen erstmal hier ein bisschen entleeren. Und der steht dummerweise jetzt auch noch, ja, wieder auf der falschen Seite, hätte ich fast gesagt. Also ihr wisst, was ich meine. Ich tanke ja am liebsten gerne ab, wenn er auf der Seite steht, die bereits abgeerntet ist. So, hier mal vorsichtig ranfahren. Mal gucken, ob das auch alles hier anständig läuft. So, sieht gut aus. So, mit der Gerste, ja, ist jetzt die nächste Frage. Was machen wir mit der? Können wir eigentlich auch gleich mal auf die Preise gucken. Gerste, Gerste, Gerste. 5,41 beim Deiner und beim Depot. 5,75 bei der Getreidemühle. 5,75. Ja, 5,75 der beste Preis bei der Getreidemühle. Okay, das ist nicht weit weg. Könnten wir eigentlich dann sogar direkt wegfahren, wenn der Kipper voll ist. Mal schauen, aber wie gesagt, jetzt haben wir sowieso erstmal noch ein klein wenig zu tun. Wenn wir die Gerste gleich mitverkaufen, wäre natürlich gut. Würde unsere Finanzen dann doch deutlich nach oben bringen. Und ja, wir hätten natürlich den Vorteil, wir müssten weniger Kredite aufnehmen, ne? So, aber jetzt erstmal hier ein bisschen ernten. So, das passt. Hier jetzt schon die Sämaschine zu starten, ist natürlich noch unsinnig. Das bringt jetzt noch nicht viel. So, deswegen bin ich jetzt gerade am überlegen. So, hier könnte man nochmal gucken. Denn unsere Tierchen hier, Morgen Elsa, könnten natürlich auch mal wieder ein bisschen was vertragen. Wir haben hier ja auch noch Silage, aber noch nicht mehr ganz so viel. Wir gucken mal, jetzt hat sich hier auch misttechnisch bestimmt wieder was getan. Die Mistgrube ist, jawohl, wieder schön angewachsen. Haben wir natürlich die Chance auch gleich nutzen. So, und können hier auch unseren Miststreuer gleich noch ein bisschen auffüllen. Denn ja, spätestens wenn dann Feld 20 fällig ist, brauchen wir den ja auch wieder. Und da möchte ich ja nach Möglichkeit auch schon, soweit es geht, vorbereitet sein. Ne? Nicht, dass wir jetzt einfach nur die Ernte abwarten, bis Geld kommt, dann Maschine kaufen. Nö, wir haben genug Zwischenarbeiten und ich denke, die können wir auch so ganz gut erledigen. Ja. Und ihr seht auch schon, Miststreuer füllt sich schon ganz gut. Ist natürlich mit den 1800 Litern nicht der Renner. Ich habe ja schon überlegt, wenn wir hier unten später auch einen Radlader haben, dann könnten wir die Frontschaufel von dem Kleinen hier wegpacken. Könnten dem dann entsprechend das Frontgewicht vorne dran hängen, dann hätten wir auch wieder einen Schlepper. Allerdings nur einen kleinen, ne? 75 PS. Aber ich denke mal so, vielleicht für Düngestreuer oder sowas würde das ja schon ausreichen. Ja. Silage ist auch noch ein bisschen was da. Also das wäre so eine Sache, die könnten wir dann eigentlich auch im Radlader machen. Halt, wo fahre ich gerade hin? Ich möchte Mist beladen. Jetzt fast falsch gefahren. Und ich glaube, aus dem Grund werden wir dann, nachdem wir ja wissen, dass wir den Radlader holen, auch diesen Tausch machen. Denn von hier zur BGA ist es nicht weit. Und dann hat der Radlader auch gleich noch eine zweite gute Funktion. So, das heißt, wir werden das jetzt gleich mal ändern. Genau, das kriegen wir heute nämlich bestimmt noch locker hin. Wir machen jetzt Folgendes. Wir fahren jetzt einfach mal mit dem Knaben hier hoch. Ja, und bringen den im Prinzip direkt zum Händler. Aber nicht um das Gerät zu verkaufen, sondern wir wollen natürlich eigentlich nur die Frontschaufel verkaufen. War jetzt für den Anfang gut, aber dadurch, dass wir den Radlader uns jetzt holen, ja, brauchen wir die 1600 Liter nicht mehr. Und von daher denke ich mal, ja, können wir die Schaufel abstoßen und werden den hier dann als Schlepper einsetzen für den Düngestreuer. Damit sind wir. Denke ich mal definitiv so, bisschen kompliziert ausgedrückt, auf der sicheren Seite. So, bevor wir das jetzt aber machen, machen wir kurz hier einen Stopp. So, switchen nochmal rüber. Denn wir können nämlich hier gleich wieder abtanken. Die zweite Fuhre ist angerichtet. Also ihr seht, es geht eigentlich ganz gut voran. Ich hole den Radlader jetzt eigentlich nur noch nicht, weil erstens
ist es noch nicht hell und ich möchte natürlich so ein großes neues Gerät auch dann schon bei Sonnenschein präsentieren. Ich hoffe, es wird auch sonnig. Und zweite Sache ist natürlich, im Moment braucht man ja auch noch nicht. Das heißt, ja, es muss ja erstmal gären. Das heißt, wir können das also ruhig ganz genüsslich auf die nächste Folge schieben. Hier erstmal die Ernte durchziehen. Aber die Frontschaufel von dem T4 können wir schon mal verkaufen. Ich denke mal, das ist dann kein Problem. Dann haben wir eine große Schaufel. Wenn wir da dann mit dem Radlader mal rüberfahren, ist das relativ schnell erledigt. So, hier machen wir wieder Platz. 8400 Liter haben wir schon drin. Das ist schon mal richtig gut. Und dann fahren wir mit dem mal gleich hier hoch. Nö. Nicht ganz so hoch, so, da können wir aber hinschocken jetzt. Ist ja nicht weit, ne? So ein bisschen Frühsport mitten in der Nacht macht abends schon Spaß. Und ja, wie gesagt, da kurz jetzt die Schaufel weg, so, dann fahren wir auch nochmal hier rein, gucken uns das Schaufelchen nochmal an. Hatten es ja doch schon ganz gute Dienste geleistet, so für den Einstieg mit Mistverladung. Aber, naja, 1800 Liter sind natürlich sehr wenig und das kostet natürlich auch viel, viel Zeit. So, außerdem haben wir dann wieder einen Schlepper mehr zur Verfügung. Wir sind also da auch ein bisschen flexibler wieder. Denn bis wir uns jetzt nach dem Radlader und dem Case dann einen neuen Traktor kaufen, wird das noch ein bisschen dauern. Von daher denke ich mal, ist es ganz gut, wenn ich hier nicht das Verkehrsschild umfahre und wenn wir dann noch einen Schlepper mehr hätten. So. Und schnell genug ist er ja auch. Und ich denke mal, diese ja, Feldspritze hätte ich fast gesagt, also den Düngestreuer. Ja, den wird er eigentlich ohne Schwierigkeiten hier dann nutzen können. So, aber wir können natürlich nicht nur die Schaufel verkaufen, sondern wir können auch den Frontanbau verkaufen. Den werden wir jetzt so, glaube ich, auch erstmal nicht mehr brauchen. Das heißt, wir gehen mal auf das Gerät. Mal gucken, ob ich das so rum abkuppeln kann. Ne, das kann ich nicht abkuppeln. Also ich muss erst die Schaufel abkuppeln und danach kann ich das andere Anbauteil abkuppeln. So. Oh, das kann ich gar nicht abkuppeln. Ah doch, ich muss es nur erst auf den Boden stellen. Ha, okay. Naja, was man nicht weiß, lernt man ganz einfach. So, und das kippen wir auch noch ab. Denn wir wollen ja das Frontgewicht dann nach vorne haben. So, wenn wir erstmal in die richtige Richtung ranfahren. Lassen wir das auch noch haben. So, ich glaube, so stehen wir schon fast perfekt. Noch ein Stückel vor. No, der mag nicht. Wieso mag der nicht? Wieso kann der kein Frontgewicht nehmen? Ah ja, klar. Ich habe ja das. Nee, eigentlich nicht klar. Wieso kann der kein Frontgewicht nehmen? Bin ich jetzt doof? Kriege ich mit dem kein Frontgewicht transportiert oder habe ich das jetzt nur auf der falschen Seite? Na, auf der Seite ist da die andere Kupplung. Ich war doch schon richtig. Ich kann mit dem kein Frontgewicht fahren. Warum? Das könnt ihr mir mal reinschreiben, Freunde. Warum das jetzt nicht klappt. Oder muss ich das irgendwie erst senken oder was? Jetzt bin ich ja echt ein bisschen mit Buff, Buff. Mach mal Licht aus, dass ich das mal besser erkennen kann. Ach, der hat gar keinen Anbau dafür, der Kleine. Aha. Aber der hat doch eine Fronthydraulik. Aber die ist wahrscheinlich dann nur. Oh, jetzt muss ich mal was gucken. Würde das bedeuten, aber das wäre ja unsinnig. Nö, da ist nur die Schaufel drauf. Also da schreibt mir mal rein, ob der überhaupt gar kein Frontgewicht nutzen kann. Würde mich jetzt mal interessieren. Also jedenfalls das verkaufen wir auf alle Fälle. So, denn, ja, wie gesagt, das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, irgendwie jetzt kurios, dass das so nicht hinhaut. Stimmt, aber der hat ja gar keine Halterung dafür. Das kann ja so gar nicht funktionieren. Und selbst wenn ich jetzt einsteige. Habe ich jetzt aber auch keine anderen Möglichkeiten, noch irgendwas machen zu können. Jetzt gucken wir nochmal. Ich kann aber auch hier das. Kann ich keine Hydraulik senken oder sonst irgendwas? Nö, da geht nichts. Also es sieht fast so aus, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dass der Kleine gar kein Frontgewicht nutzen kann. Nun gut, schreibt mir es nochmal in die Kommis. Für heute war es das jedenfalls. In der nächsten Folge geht's weiter. Dann kriegt der New Holland auf alle Fälle mal die Feldspritze bzw. den. Düngestreuer hinten dran und dann gucken wir entsprechend mal weiter. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge, Servus und Tschüss.